An einem solch sonnigen und angenehmen Herbsttag macht es gleich doppelt so viel Spaß, im Garten etwas zu machen. Jetzt beginnt natürlich auch wieder die Vorbereitungszeit und die Winterzeit, sage ich mal, also Herbst, Winter und derzeitige Frühjahr. Das sind ja die Zeit in der Permakultur, die auch, sage ich mal, umso wichtiger sind, weil wir jetzt hier anfangen, die Beete vorzubereiten. Und auch Sachen auch für den Winter auszupflanzen oder auch Gründüngung auszubringen, einfach um den Boden auch wieder auf Vordermann zu bekommen, um halt im Sommer wieder unsere geliebten Starkzehrer, wie zum Beispiel die Tomaten, anzubauen. Von daher werde ich euch jetzt einfach in dem Video zeigen, welche Gartenarbeiten ich jetzt momentan im Oktober bzw. jetzt die letzten Woche alles gemacht habe und was ich auch noch zukünftig machen werde. Natürlich nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, kommentieren, Kanal kostenlos auch abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken und das Video teilen, einfach für den Algorithmus. Wisst ihr Bescheid, sage ich jedes Video. Genauso wie einfach mal auf meiner Webseite vorbeischauen, da die ganzen Sachen auschecken, Saatgutliste, Produkte, die ich anbiete, Kurse, auch meine private Telegram-Gruppe in Sachen Gesundheit. Findet ihr alles dort verlinkt, da auch mal gerne vorbeischauen. Und jetzt geht's los mit dem Video. Dann fangen wir mit dem kleinen Update hier auf der Terrasse an. Da, wo ich die Verzehle ausgesät habe, die ist jetzt auch schon ziemlich gut aufgekeimt. Ist für mich eine gute Gründüngungspflanze. Habe ich auch ein Video dazu gemacht, werde ich dann euch oben in der Videobeschreibung auch verlinken. Hier hinten ist jetzt noch nichts aufgegangen. Mal schauen, ob da noch was wird. Das ist vielleicht ein bisschen größerer Mulch, aber bis jetzt schaut es ziemlich gut aus. Dann wenden wir unseren Blick von der Verzehle hier auf der Terrasse ab und schauen mal kurz ins Haus rein. Da hat mein Vater jetzt die guten Paprika in die Wohnung mit reingestellt. Einfach zur Überwinterung, möchte er jetzt mal austesten. Habe ihm gesagt, wie er die ungefähr pflegen sollte und auch auf die entsprechenden Läuse dann auch Acht geben. Nicht, dass die dann die ganzen Pflanzen kaputt machen. Das sind auch in ziemlich großen Töpfen, die standen jetzt hier draußen auf der Terrasse. Da sind jetzt noch ein paar, die schauen aber jetzt nicht mehr ganz so gut aus und die möchten wir jetzt nicht unbedingt überwintern, weil es dann doch paar Komplikationen gibt, aber gibt es immer noch eine schöne grüne Paprika, die jetzt auch reifen wird. Die Woche wird jetzt noch mal schön sonnig, von daher kann die noch mal ein bisschen Farbe auch bekommen. Hier draußen die Freilandtomate, schaut jetzt auch nicht ganz so schlimm aus, wie ich dachte. Hat jetzt auch noch ein paar Früchtchen. Und sonst werden wir jetzt auch gleich in den Folientunnel mit reingehen. Dort habe ich dann noch mal ein bisschen mehr zu zeigen. Da bin ich jetzt auch schon ziemlich kräftig aktiv. Hier befinden wir uns jetzt im östlichen Eingang vom Folientunnel. Hier hinten zum Beispiel Grünkohl, der ist jetzt auch schon 2 Jahre alt. Da ist jetzt zum Beispiel noch eine weitere Pflanze. Also den lasse ich auch hier im Folientunnel stehen, damit es dann im Winter man gut Grünkohl ernten kann. Der wird dann auch später in die Blüte gehen, genauso wie jetzt hier der Rosenkohl. Der ist jetzt auch das 2. Jahr hier, wollte meinem Vater einfach als Experiment da lassen. Bei den Auberginen, die fangen jetzt zwar viele an zu blühen, ist aber jetzt viel zu spät. Da werden die Früchte einfach nichts mehr. Vielleicht werde ich hier auch ein paar kleine Pflanzen ausgraben und dann einfach mal schauen, die auch im Haus zum Beispiel überwintern. Hier ein paar Auberginen. Das war jetzt eine weiße Aubergine. Habe ich ein paar Früchte dran gelassen für Samen. Mal schauen, ob ich hier irgendwo, hier zum Beispiel eine größere Frucht, die ich hier habe, damit ich einfach Samen fürs nächste Jahr, weil dieses Jahr war jetzt nicht ganz so optimal für Auberginen. Bin da mit dem Gießen nicht rangekommen. Von der Wärme her hat es ziemlich gut gepasst. Und jetzt treiben sie halt auch ziemlich gut aus, aber wie gesagt, es ist auch in der Nacht viel zu kalt und das wird dann nicht so richtig, dass die neue Früchte bilden und die auch dann schön werden. Was ich noch erhoffe, sind, dass die Paprikas noch reifen und besser werden. Also die Pflanze zum Beispiel hat einige Prachtexemplare. Ist, glaube ich, die Aconguana, die Paprika. Ist eine sehr schöne Sorte, bildet sehr große Früchte. Und das sind jetzt überwiegend hier einfach ein paar Paprikas, die hier noch schön wachsen. Hier auch noch meine gelbe Spitzpaprika. Hier auch noch meine Aubergine für die Samen. Auch sehr schön. Ein bisschen die Süßkartoffeln, die werde ich jetzt auch bald ernten. Die werde ich dann wahrscheinlich kurz vom Frost einfach mal ernten. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, wann es bei uns fröstelt. Wir hatten einmal schon mal 0 Grad vor 3 Wochen, seitdem nicht mehr. Jedenfalls hier auch noch
Die regelmäßige Tomatenernte ist natürlich auch schon wieder weniger geworden. Und ich habe jetzt auch schon angefangen, ein paar Grüne zu ernten, weil ich ein paar Tomaten weggemacht habe, beziehungsweise die hatten zu viel Braunfäule und ich habe da einfach den Platz jetzt geschaffen. Weil hier vorne, da geht es den Tomaten sehr gut. Also zum Beispiel hier ganz die Eva Sweet White, die Blush Tiger, da die Pfahltomaten. Das sind jetzt einfach alles Pflanzen, die es noch ziemlich gut geht hier vorne. Und im hinteren Bereich, wo wir dann hingehen, da schaut der Tomatenwald schon mal ganz anders aus. Hier im hinteren Teil habe ich jetzt einen kleinen Eindruck, wie es jetzt ausschaut. Ich habe hier sehr viele Tomaten schon rausgeschnitten. Da bei der Pflanze zum Beispiel solche würde ich dann tendenziell rausschneiden, weil wenn dann die Blätter komplett gelb sind oder abgebräunt durch die Braunfäule, dann werden die Früchte auch nicht mehr reif. Aber jetzt haben wir dann, wie gesagt, die Woche noch schöne 20 Grad. Da können noch einige nachreifen. Aber jetzt einfach, um Zeit auch zu sparen, habe ich schon sehr viele Tomaten hier rausgeschnitten, um halt dann einfach den Boden frühzeitig zu lockern, damit ich es auch ein bisschen angenehmer habe und nicht unbedingt im Winter alles schneiden muss, beziehungsweise dann in der Kälte bewusst unangenehm ist, die ganze Gartenarbeit zu machen. Jedenfalls hier der ganze Borage, der mit Mehltau überdeckt ist, lasse ich aber trotzdem wachsen, weil hier haben noch die Bienen ein bisschen Futter und der Borage ist auch wild aufgegangen und ich werde den jetzt auch einfach hier wachsen lassen, bis der es dann im November, Dezember dann, oder wenn es dann zu kühl ist für die Bienen, dass die rausfliegen, dass ich dann einfach alles klein hacke und dann auch hier mit einarbeite. Also mir ist der ganze Mehltau, auch die Braunfolie hier egal. Ich werde hier Bokashi einarbeiten und dann wieder das nächste Jahr hier wieder die Tomaten da reinsetzen mit dem entsprechenden Mulchmaterial, mit Laub, mit Mist, alles mögliche wird dann hier mit reingesetzt. Hier kann ich auch noch ein bisschen Mangold ernten. Der rote sehr zu empfehlen, weil da bildet sich auch in der Regel dann eine Knolle, die man auch zusätzlich ernten kann, weil das ja wie rote Beete ist, beziehungsweise auch, sagen wir mal, von der Familie her zur roten Beete auch gehört. Für Weihnachten und die Feiertage brauchen wir natürlich einen Salat, der weltberühmte Weihnachtssalat, und den baue ich jetzt schon an. Wir sind jetzt Mitte Oktober und wer halt ein Gewächshaus hat, der kann jetzt schon mal zum Beispiel Wintersalate hier reinsetzen, beziehungsweise Kopfsalate, die halt mehr für den Winter beziehungsweise für den Herbstanbau geeignet sind. Ich habe auch noch andere Treibhaussalatsorten, die man gut im Winter reinsetzen kann. Gewächshaus einfach aus dem Grund, weil es halt hier wärmer ist. Hier ist es auch in der Regel im Winter etwas trockener, wenn da hier die Sonne reinscheint. Das heißt, dass dann die Salatköpfe unten nicht schimmeln am Stiel. Das ist ja das Gefährliche, wenn man die zum Beispiel ins Hochbeet reinsetzt und dann Schnee oben drauf liegt, dann ist einfach die Gefahr, dass halt der Schnee erstens den Salatkopf verdrückt und dadurch sich schneller Schimmel bildet, weil der ständig die Feuchtigkeit hat im Kopf. Und hier kann man das dann ziemlich gut verhindern, wenn man es im Gewächshaus hat. Hier habe ich dann die Melonen rausgerissen, allesamt, und ein bisschen mit der Grabgabel alles aufgelockert, Bokashi mit eingearbeitet und alles, wie ihr hier sehen könnt, mit ein bisschen Holz, Häcksle, Mulch, alles abgedeckt und dann halt hier die Salatköpfe reingesetzt. Wichtig auch beim Gewächshaus, beziehungsweise hier beim Folientunnel im Allgemeinen, ihr müsst halt einfach schauen, dass der Boden halt richtig feucht ist. Hier regnet es natürlich nicht. Ich habe jetzt vorhin hier mit dem Schlauch alles feucht gemacht, also gegossen, weil der Boden hier sehr trocken war an der Oberfläche und die Salatköpfe, die haben ja noch nicht ihre langen Wurzeln bis tief runter. So circa 1 Meter können die Wurzeln schlagen, um halt da ans Wasser zu kommen. Also von daher schaut, wenn ihr ein Gewächshaus habt, immer schön feucht halten. Wenn ihr eine Tropfbewässerung habt, umso besser. Hier mitten im Garten das ganze organische Material, was wir von den Leuten bekommen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel gehäckseltes Holz. Also Astrückschnitte, die die Leute uns bringen, Sonnenblumen, alles mögliche, Laub. Und das tun wir dann hier einfach lagern, bis ich im Folientunnel alles leer gemacht habe. Also Tomaten raus, mit der Grabgabel aufgelockert habe, weil ich da überall rumgelaufen bin. Dann alles gegossen bzw. bewässert habe. Und dann werde ich nochmal die Mulchschicht mit Bokashi damit auslegen und dann es für den Winter ruhen lassen, damit der Boden
sich neu mit Mikroorganismen, Pilzen ansiedeln, damit ich dann wieder nächstes Jahr hier schöne Tomaten mit reinsetzen kann und einfach super Humus aufbauen kann. Und hier überall Lorbeer, den mein Vater jetzt da hier geschnitten hat, den ganzen Kirschlorbeer hinten rum. Hier die Hochbeete, die habe ich schon gut aufbereitet. Auch alles Bokashi mit eingearbeitet, Holzhäcksel. Und hier drüben habe ich auch schon ein paar Radieschen geerntet. Und auch den Feldsalat, der ist jetzt auch schon hier ziemlich gut aufgegangen. Mit ein bisschen Beikraut, da muss ich auch nochmal schauen, ein bisschen auslichten. Beikraut zupfen, damit der Feldsalat auch ziemlich gut rauskommt. Und hier unten im Schatten mal hier ein bisschen die Radieschen, die ich geerntet habe, die bekommt mein Vater, weil ich momentan am Fasten bin. 15 Tage, wo ich das jetzt hier aufnehme. Hier die beiden Hochbeete im Gewächshaus zu unseren rechten Staudensellerie. Wie mit meiner Methode, wie ich ja schon in einem der Videos gesagt habe, werde ich immer nur die äußeren Blätter abzupfen, damit halt die Pflanze bestehen bleibt und hier immer noch wieder neue Stangen sich bilden. Hier sind überall die weißen Fliegen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die schwirren gerade hier überall im Staudensellerie rum. Wie gesagt, ich bin momentan am Fasten. Ich mache sehr gerne Staudensellerie-Saft. Und hier zur linken Seite habe ich jetzt auch die Gurken weggemacht, weil das keinen Wert mehr gehabt hatte. Und hier habe ich jetzt Feldsalat ausgesät und Knoblauch, der hier einfach überall wild aufgegangen ist, vereinzelt und reingesteckt. Und mal schauen, was für eine Knoblaucherde es nächstes Jahr gibt. Hier der Mangold, der ist da auch reingewachsen. Ich habe ihn dann sozusagen pikieren müssen, weil ich natürlich hier das Hochbeet auffüllen musste. Wenn wir dann hier hinten vorbei schauen, dann hier der Kürbis, auch schon fast alles abgeerntet, der Geto Okonosim, 58 Jahre alte Sorte, kann ich nur immer wieder erwähnen. Einen großen Kürbis habe ich noch. Nice. Ist ein sehr schöner lagerfähiger Winterkürbis. Und hier wird dann mein Vater bald den Kompost 7, hat er schon ziemlich gut angefangen. Hier die ganzen Säcke voller Erde, Komposterde, die werde ich dann auch später für die Anzucht benutzen. Und er hat jetzt hier auch die ganzen Kompostbehälter umgesetzt bzw. umgestellt. Hat auch hier aus, die eine Kiste auseinandergebaut und hier so eine Art Zaun gemacht, damit wir hier weiter die Haufen machen können. Einfach aus dem Grund, weil halt der Lorbeer, der ist dann so buschig geworden, dass halt ungefähr die Hälfte von den Komposthaufen das Wasser versperrt hat, also beziehungsweise den Regen. Das heißt, die sind nicht feucht gewesen und dann verrottet halt einfach nichts. War einfach alles pupstrocken, wie man jetzt hier zum Beispiel, der hintere Teil, ist einfach alles trocken und dann verrottet es halt einfach nicht. Deswegen wird es hier das normale Sieben umschichten und dann einfach die ganzen Komposthaufen auf die Seite zum Gewächshaus schieben. Hier im Gewächshaus schauen die Tomaten viel gesünder aus, noch sehr viel grün, wenig Braunfäule anzeichen. Einige tragen auch noch sehr schöne große Früchte. Hier die Ananas, einer meiner Lieblingssorten. Mal schauen, wenn die jetzt noch 2 Wochen lang so langsam vor sich hinreift, dann kann ich jetzt zu meinem Fastenbrechen essen. Also wäre schon Gaumenschmaus. Also hier genauso auch eine schöne Ananas. Kann man auch schon schön von unten filmen. Kann man ein paar Beauty-Shots machen. Und ja, also die Ananas auch noch sehr vital. Ziemlich große Früchte, kann ich auch nur jedem empfehlen, die mal im Anbau zu haben. Ist trotz ihrer Größe eine sehr süße Tomate, muss ich sagen. Ist eine meiner Lieblingssorten. Betrachtet diesen wunderschönen Palmkohl. Lasst ihn einfach auf euch wirken. Und dann kommen wir mal hier rüber zu einer auch sehr wertvollen Arbeit. Das ganze Laub zusammenrechnen und damit halt die Beete düngen und mulchen. Mehr gibt es auch nicht zu zeigen, ist jetzt die ganz klassische Aufräumarbeit, die man im Herbst macht. Vor allem das Abfehlen von den Tomaten, von ihren Haken ist eine Sache, wenn man so über 100 Pflanzen hat, kann das schon recht lange dauern. Jedenfalls dient es natürlich alles dazu, die Beete vorzubereiten, sie vom Winter zu schützen, damit man halt super ins Frühjahr und in die nächste Gartensaison auch starten kann mit super vitalisierten Böden und einfach den Humus nochmal zusätzlich mit aufbauen. Und natürlich die entsprechenden Aussaaten bzw. die Auspflanzungen tätigen, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Gewächshaus habt, damit ihr im Winter wenigstens noch zusätzlich was zum Ernten habt. Wird wahrscheinlich im Winter besonders von Vorteil sein, wenn man das macht.
Stichwort Energiekrise, Blackout, Krisenvorsorgung, das Ganze drum und dran, brauche ich, glaube ich, niemanden erzählen. Dürfte vielen bewusst und klar sein und da auch wieder Vorsicht ist besser als Nachsicht. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao. Ich werde jetzt noch ein bisschen Sport machen und mich ein bisschen austoben und laufen. Krafttraining gehört immer dazu.